Reiten ist großartig und ungefähr genauso gefährlich. Diese Woche ist Debbie Winkler ums Leben gekommen bei einem Reitunfall in Barendorf. Debbie, die Frau von Hans-Günther Winkler, selbst eine erfolgreiche Springreiterin. Reiten ist ein Risikosport, auch wenn man es kann. Es gibt verhältnismäßig viele Unfälle und vor allem auch schwere. Sandra Wolterbeek hat ihren Reitunfall überlebt, aber es war knapp. Und jetzt reitet sie wieder. Sandra Wolterbeek bereitet Hengst Huckleberry Finn zum Reiten vor. Ans Vorderbein muss eine Bandage. Er ist jung und bockt immer wieder. Diese junge Frau, die hier so selbstverständlich mit ihrem Pferd umgeht, hatte mit genau so einem Tier ein dramatisches Erlebnis, das fast ihr Leben gekostet hätte. Dass sie heute sogar wieder reiten kann, ist ein Wunder. Passiert ist alles vor 15 Jahren. Sandra ist 13. Für sie sind Pferde alles, sie reitet sogar Turniere. Dann an einem Tag im August passiert es. Beim Füttern tritt ein Pferd mit aller Wucht aus, genau gegen ihren Schädel. Trümmerstücke vom Knochen sind auch ins Gehirn eingedrungen. Dadurch entstand auch diese halbseitige Körperlähmung, also die komplette linke Seite war gelähmt. Das Sprachzentrum war betroffen. Und ja, also es war schon recht heftig. Mühsam und mit Krankengymnastik lernt sie in der Reha-Klinik wieder gehen. Dabei hat sie nur ein Ziel vor Augen, sie will wieder reiten. Für Sandras Mutter eine schwere Entscheidung, ihre Tochter wieder aufs Pferd zu lassen. Angst um Sandra hat sie jeden Tag. Auch wenn ich sie heute hier sehe und natürlich ist das immer wieder da. Die Bilder sind immer da, die werden sie nie vergessen. Niemals vergessen. Aber ich weiß auch eins, ich kann ihr oder auch meinen anderen Kindern oder wem auch immer nur sagen, sei vorsichtig, hier lauern die Gefahren, das und das kann passieren, sei nicht leichtsinnig, dennoch kann ich Unfälle nicht verhindern. Heute ist Sandra Reitlehrerin und die Sicherheit der Kinder liegt ihr besonders am Herzen. Im Unterricht sind Helme Pflicht und Westen zum Schutz des Rückens empfohlen. Verletzungen gibt es in allen Sportarten, doch beim Reiten sind sie oft besonders schwer und viele Eltern wissen das. Natürlich macht man sich Sorgen, ne? Gerade wenn es ein bisschen schneller ist und die können, ja, im Galopp, wenn die Kinder dann fallen könnten und man merkt, dass sie natürlich da jetzt ein bisschen überfordert sind, da kriegt man natürlich schon Angst. Ne? Auch wenn es rasant aussieht, beim Voltigieren werden Kinder erst nach und nach ans Pferd gewöhnt, lernen auf das Tier einzugehen und zu reagieren. Und sie trainieren Muskeln und Geschicklichkeit. Das soll die Verletzungsgefahr verringern, auch beim Reiten. Wir trainieren einfach die körperlichen Fähigkeiten, dass beim Fallen die Muskulatur dementsprechend reagieren kann. Das heißt, wenn sie merken, sie fallen, dass sie wirklich runterspringen können und unter Umständen eben so landen, dass eben kein Unfall oder keine Verletzung passiert. Klar, Sicherheit geht immer vor und natürlich sind die allermeisten im Reitsport verantwortungsbewusst. Doch ein Risiko bleibt immer. Das ist eine Sportart, ja, mit dem Lebewesen. Ja, das ist immer gefährlich. Da bleibt immer, auch egal wie vorsichtig man ist, ein Restrisiko da. Ja, das darf man nicht verleugnen. Denn auch wenn Sandra viel Erfahrung mit Pferden hat und sie über alles liebt. Seit ihrem Unfall vor 15 Jahren weiß sie genau, der Partner Pferd ist immer unberechenbar.